Irgendwas freie Aktion. Diamantis, ein wenig Hilfe vielleicht. Und dann ziehe ich einen Zauber aus dem Stab. Ja, welchen? Salander Mutanda. Aha, okay, die Kröte oder die Schwäne? Es ist die Kröte tatsächlich, auf den erstbesten vor mir. Also ich nehme an, den genau vor mir. Also den, sie sind nicht nummeriert, aber der jetzt gerade im Torbogen ist. Den, wahrscheinlich irgendwie, er haut halt auf meinen Stab, ich bringe ihn gerade noch hoch und fange den Säbel damit. Und in dem Moment löse ich ja noch den Zauber aus. Und es sieht also aus, als hätte der sich verwandelt, gerade als er mich gehauen hat oder so. Das ist nicht so wichtig. Der geht durch, schaffst du MR10? Nee, nicht mit den Dienern, die haben MR5 oder so. Dann verwandelt er sich in eine Kröte. Ich habe leider keinen Krötentoken. Zustand. Wie lange ist das? 10 Stunden. Also du würdest damit um einiges mehr Eindruck schaffen, wenn du vorher nicht um Hilfe gebeten hättest. Eigentlich jetzt, wenn du das Ritual kennst, weil wir würfeln müssen, eigentlich, man schafft es trotzdem wahrscheinlich. Hab ich doch, das dafür sind die 3W20. Achso, ich glaube, du hast dir den Zauber gedacht. Mein Gott, den Zauber haben wir ja schon längst angesprochen. Das war die erste Aktion, nächste Aktion. Ich blicke die anderen an. Wer will noch? Hey! Und versuche sie irgendwie mit dem Stab so von mir fernzuhalten. Gut, dann ist der Großkopf. Kann ich irgendwie sie einschüchtern oder sind sie hinreichend eingeschüchtert? Okay. Dass sie zumindest nicht auf Nahkampfdistanz an mich ran möchten? Überreden, Probe. Überreden, ich höre die Spezi. Ah, es ist der Patzer. Wait. Ich hab ein Chip. Warte, hab ich ein Chip? Ich hab ein Chip, right? Ich habe heute keinen Chip ausgegeben. Wir sind nicht lange drin. Dann, SE sei verdammt, ich schippe diese Probe, denn ich möchte hier nicht sterben. Alle müssen erstmal. Okay, dann. 12. Außerdem freie Aktion. Oje. Okay, gut, dann wirst du zumindest von denen nicht mehr angegriffen. Der rückt dahin, der tanzt und der rückt dahin. Das war das, was du, der Großkopter wird jetzt erkannt haben, dass du gesprochen hast, dass du einen Stab hast, auch wenn es kein Zepter ist, im Paravi. Ja, der Großkopter kann aber auch meiner Avalone entgegenstarren und das sehen, dass ich ihm die Möglichkeit gegeben habe zu erklären, falls er jetzt anfängt. Er weiß nicht, was eine Avalone ist. Er weiß nicht, was das ist. Also irgendein Zauberstab oder so. Was aber wollte ich gerade sagen, aber er weiß wohl, was es bedeutet, wenn jemand einen Stab auf dich richtet, oder? Ja, dann muss ich so seufzen, das ist wohl das Problem mit primitiven Völkern. Ja, total primitiv. Stampf den Typen bitte, ich will nicht im Parasit werden. Seine Magieresistenz ist 16, das ist egal, was du für Zauber auf ihn richtest. Hör mal, ich hab MR9, wenn der mich jetzt im Paravit, brennt ihr nächste Runde alle ab. Ja, lächerlich. Auch keine wenn ich Sorge. Seinen Gesang jetzt gerne hören würde. Los. Ja, ich ziehe vor, nutze eine weitere Aktion um eine Ansage mit der... Scheiß auf die Ansage, um eine Zielansage mit der Avalone anzusagen. Eine Aktion habe ich bereits letzte Kampfrunde aufgewandt und möchte dem, weil wir es noch nicht hatten, dem Großkopter ins Herz schießen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ihr die Aggressoren seid. Darauf möchte ich hinweisen. Also ihr seid die Bösen. Nein. Ich habe nur Ruhe gestellt. Und dann ist alles eskaliert. Ich bin hier nicht der Böse. Ich wurde angegriffen. Hat angefangen. Also ich möchte vor allem anmerken, dass ich ihm gerade die Möglichkeit gegeben habe, sich zu erklären. Ich möchte anmerken, dass ich versucht habe, diesen Typen zu erklären, dass ich hier nicht das Problem bin und die direkt auf Mord geschaltet haben. Dann schießen sie feuerfrei auf eigenes Ermessen. Wurde ich nicht degradiert? Schieß endlich! Schiffsjunge, schieß! Du bist immer noch Geschützmeister, also damit ist Schießen schon irgendwie dein Job. Schaden, wie gesagt, er hat eine Magieresistenz von 15, 16. Es ist egal, was aus deinem Zauberstab rauskommt. 29, was hast du? Herz, ne? Ja, das ist ein Herzschutz. Copter, was hat der für eine K.O.? Auch wenn er aus Ehren kommt, Der ist tatsächlich tot. Nicht tot, aber er wird am Sterben liegen. Und zwar die Besonderheiten eines Herzschusses. Sobald eine Wunde angerichtet wurde, was ich glaube ich mit 29 grob schätzen kann. Ja, es ist, du musst gar nicht erst rechnen, das sind 4 Wunden, der ist hinüber. Ja, also deswegen. Liegt jetzt mit 3 Wunden in der Brust. Mhm. Einem Bolzenstecken kriegt nochmal 7 Schaden drauf und kriegt für die nächsten. Er kriegt jetzt pro Aktion pro Kampfrunde einen Schadenspunkt. Ich muss gleich schauen, Aktion, Kampfrunde, bis er Hilfe bekommt. Oder ausblutet. Ja,
Im Prinzip ist er tot, er verbrennt seinen Schicksalspunkt und bleibt an die Wand angepflockt, wie tot da liegend. Okay, das war der Großkopter, dann nehme ich den vom Tableau, die 13. So, dann 12, 13, 16, Rafim. Ja, ich drehe mich um. Steht jetzt nur noch der eine hier und der tanzt. Der tanzt, ja. Nee, da möchte ich mich ja dem anderen in den Weg stellen. Komme ich denn an dem tanzenden Boy vorbei? Ich glaube, wenn du ihn aus dem Tanz rausbringst, dann... Nee, kann er nicht. Also kann ich tanzt, nicht. Bis er erschöpft ist. Also genau. Der nimmt ihn komplett aus dem Kampf. Auch, deshalb ist Rafim kann ihn schubsen. Kannst du auch keinen Schaden an ihm machen, ne? Weil er tanzt immer doch, auch raus. Doch, aber was ist, wenn er nicht mehr tanzen kann? Kommt er dann raus, oder? Warte, der bricht zusammen am Ende. Ich lese die Wirkung einfach nochmal vor. Das Opfer verliert bei vollem Bewusstsein die Kontrolle über seinen Körper. Dies beginnt wild zu zucken und wie wahnsinnig zu tanzen und zu springen. Nach der Wirkungsdauer hat das Opfer alle Ausdauerpunkte bis auf 5 verloren und ZFP Sternpunkte Erschöpfung erlitten. Also in dem Fall 13 Punkte Erschöpfung. Also es liest sich für mich... Sorry, eins geht unter dem Bann des Zwingtanz stehendes Opfer mit einem Hieb oder Schuss zu treffen, ist außerordentlich schwer. Bla 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 bla. Um plus 4 erschwert. Okay, also Rafim, Beutax hat eben angesagt, er möchte ihn als Schild benutzen. Dann kannst du nicht an ihm vorbei. Okay. Das war die Ansage, die Beutax eben gegeben hat. Genau. Ich möchte ihn hier so stehen haben. Ja. Dann würde ich mich orientieren. Gut. Bringt zwar nichts gegen die Elite-Diener, aber... Die Eliten sind fertig, Beutax 18. Ja, Du hast ich schon... Ich hab schon vorgezogen, das war die, wollte ich gerade sagen. Ja, ich würde auf den vor mir stehen einen witzig finden wirken. Okay, eine Aktion Dauer. Ja. Wenn du nicht angreifst, dann... Warte mal, wo ist er? Er ist nach mir dran. Nach dir, okay. Dann darfst du. Ja, es ist mir geglückt. Fliegt 14 Punkte Inni. 7 Punkte auf Attacke und Parade. Ja, 4. Ja. Gut. Dann greift er dich an 3. Ich glaube, das trifft er sogar noch. Okay, dann kann man ja auch verteidigen. Ja, eine Aktion hast du noch. Gut. Er hat noch eine Parade. Du hast aber nichts mehr, ne? Ja, er darf nicht mehr darf er umwandeln, wenn er gewiss ist? Nein, er darf keine gezielten Aktionen unternehmen. Gut, dann ist er fast fertig. 19, Abelmir, 21, Rafim. Hat er Blindkampf oder so ein Quatsch, oder? Nö, hat er nicht. Alles klar. Er darf dich trotzdem attackieren. Ja, also ich sehe natürlich sehr gut aus auf meiner jetzt höheren Inni, mache aber nichts Produktives. Wurden Zulamin und Schnetzeln, ne? Hassan unten vergessen? Nee. Sind, glaube ich, gelaufen, oder? Nee, diese Runde noch nicht. Ich glaube, ich habe diese Runde gar keine Aktion mehr, weil ich mich umgedreht habe und mich orientiert habe. Alles klar, dann machen wir das auch durch. Dann machen wir unten den Kampf einmal. Satrapina ist mit der Initiative irgendwo unter Zulamin. Die macht also als erstes dahin und schlägt dann dem Mann wieder von hinten die Peitsche in den Rücken und reißt ihm dann den Rücken auf. Ich würde Seite an Seite mit der Belkelel-Priester in die Halle stürmen, um überhaupt mal zu sehen, was los ist. Ja. Und ihr dabei zurufen, wer ist das? Denn ich habe ja keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Also sobald ich Leute sehe, wer ist das? Ja, sie greifen den Schlussstein an, verteidigt ihn. Ich muss selbst noch überlegen, wer das überhaupt ist. Würde sie dir in nächster Runde sagen. Gut, das war ihre Aktion. Du kannst dich noch bewegen, du kannst noch angreifen. 3, 2. Ich würde gerne einen Sturmangriff machen. Bin ich mit freien Aktionen bis dahin gekommen? Das waren 4 Schritt. Also ich gebe dir. Du musst auf alle Fälle eine Position machen. Du kannst die Position aber noch beenden. Also 4 Schritt muss ich dir einmal abziehen. 4 Schritt wären 4 freie Aktionen, das reicht nicht mehr mit dem Reden. Das heißt, ich hatte eine Aktion laufen. Du kannst noch weiterlaufen. Du meinst also quasi in einem Schwung hinlaufen, ja, und genau, den Schwungangriff, also, machen? Du bist von hier gekommen, du läufst nach hier, kannst währenddessen reden und kannst dann weiterlaufen. In dieser, also du hast wie gesagt noch Aktionen. Beziehungsweise die Bewegung ist noch nicht abgeschlossen. Ich hatte dich ja immer nur nach vorne gezogen. Also, wenn du sagst, das geht, dann renne ich mit zu dem Mann wieder hin und mache auf den einen Sturmangriff.
Mhm, gut. Dann biegst du um die Ecke in seinen Rücken, minus 5. Das ist eine minus 5, plus 4, weil es ein Sturmangriff ist. Dann habe ich eine 1er Erleichterung und dann mache ich mir noch eine Ansage. Eine 4er Ansage, dann ist es wieder plus minus 0. Ich würfel das einfach. Ja, bitte. Ja, das reicht auf jeden Fall. Baden, er ist schon fertig mit seinen Kämpfen, er kann nicht verteidigen. Okay, das ist 4 plus 4, das heißt wir haben 8. Das war jetzt Ansage und Sturmangriff plus meine halbe GS, das ist 5. Dann sind wir bei 13 und dann kommt noch der normale Schaden dazu. 23. 23 in den Rücken, okay. Und die Peitsche. Muss ich mal auswürfeln. Sagen auf der 2 Schadenspunkte mit der Peitsche, beziehungsweise 3. Dann waren das eure Aktionen. Nächste Kampfrunde, die 4, der Elemit von Abelmir. Der ist sehr auf die 2 rutscht. Er verliert ZFW-Punkte, auf den, nicht okay. ZFP. Gut, dann greift er dich an. 12, nicht geschafft. Autsch. Das war die 12, Serpentilio 12. Weicht einen weiteren Schritt zurück und orientiert sich. Du hast deine Fahrzeuge neu gewürfelt, ne? Genau. Oh. Und hält halt mit dem Stab die Elite-Diener in Schach. Dann. Orientieren ist gelungen. Dann gehst du auf die. Aktion, oder? Ja, genau, weil ich keine Aufmerksamkeit habe. Oh. Ich rutsche 1, 2, 3, 4 Punkte höher auf die 16. Das bringt mir nichts, sein. Aber ich. Richtig, aber erfahre ich etwas über die Situation? Irgendwas, was uns bis jetzt verborgen im Leben ist? Also, das hier ist eine Kröte, der hier tanzt. Der ist noch im Spiel. Der kommt da aber auch gerade nicht vorbei. Das heißt, und er. Ja, du hast. Dass du erst zurückgewichen vor dir. Das heißt, die greifen dich nicht an. Ja, Persia, du hast keine Ahnung, was die machen, weil die ja das in der Initiative unter dir, über dir sind. Ja gut, ansonsten würde ich mich halt Schritt für Schritt irgendwie versuchen, mich an Diamantes zu weit zu zwingen. Wie unbequem das für ihn auch immer sein mag. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück. Die unten immer noch kämpfen. Das macht wieder richtig Spaß, das auszuwürfeln. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, die fehlen sind. Eins, zwei, drei, vier. Vier, die sich verteidigen, dann kommt da die zweite Wunde drauf. Dann kommt hier. Dann macht das doch vielleicht gar nicht weiter. Zweite Runde, dann sind die tot. Wie lange willst du denn nennen und tot würfeln? Genau. Also, die werden dann auch aus dem Kampf gehen. Damit sind diese hier wieder frei. Der ist gleich wieder frei. Der Mann hat noch nichts gemacht. Der ist wieder frei. Und der ist immer noch im Kampf. Gut, das waren unten die Elemiten. Voltags 18. Ja, erste Aktion. Ich fasse an meinen Schlangenring und würde gerne den ich damals in Kunschaum gebundenen habe, Erzelementar freilassen. Also ihn beschwören oder herbeirufen, besser gesagt, an dieser Stelle. Mhm. Und im zweiten Anlauf würde ich dann meinen Wunsch aussprechen. Hebe die Statue hier hoch, auf die Balustrade. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja. Ja gut, nehmen wir, oder? Er sieht sehr steinig aus. Ja. Gut, das oder ist jetzt ein Djinn. Nee, das ist jetzt ein Geist, den du gerufen hast. Genau. Das heißt, der ist kleiner. Richtig. Und welche Statue soll der jetzt nehmen? Nee, die Statue. Ich zeige ja auf die Statue. Die in der mit. Genau. Ja. Okay. Die soll er auf unsere Balustrade hochheben. Also mit elementarer, Kontrolle über ein Element. Er soll quasi eine Säule unter der Statue wachsen lassen. Ich glaube, das versteht er. Die
diesen Stein, auf dem das Ding steht, soll wachsen lassen. Richtig, dass er hochwächst, okay. Dass er jetzt auf unserem Level ist, dass die Mannwirte da nicht mehr so einfach drankommen. Clever. Mhm. Gut, ich wollte gerade fragen, ob du die Statue anhebst. Nein. Du lässt die Statue hochwachsen. Gut. Genau. Was ist der Wunsch? Dann würfel mal deinen Wunsch aus. Ja. Nur mit der 20 fail ich. Ja, schaffe ich. Mhm. Brummt irgendwas in steiniger Bergsprache, vielleicht trollisch oder so, und dann verschwindet er bröckelnd nach unten und fängt an der Statue herum zu fuchteln. Gut, das war Boltax auf der 18, 19 AB. Ich würde zwei Attacken auf ihn würfeln. Die erste ist ganz normal, die zweite ist beim Umwandeln der Asche Welt um 4 Punkte. Ich rufe mal beide. Parieren darf er noch. Vier. Genau. Schafft er sogar. Ich muss hier meine Attacke würfeln. Wie schaffe ich das? Ja, sehr gut. Zwei Misslung. Verdammt. Leider darf er nicht umwandeln. Leider ist der Kopter auch schon tot. Oder irgendwie sowas wie tot. Der Silentium ist ja abgeklungen, ne? Genau. Den hat er ja fallen lassen. Da sind noch neue Diener. Da sind noch neue Diener. 1, 2, 3. Doch irgendwo Diener übersehen? Nee. Gut. Dann gehen wir von Ablemir auf die 21 Raphim. Was ist mein Überblick, was da unten abgeht? Unten sterben die Diener, die Elite-Diener. Die werden da jetzt gerade abgeschlachtet. Okay, meine Frage ist, die Elite-Diener jucken mich ja kein Stück. Die Frage ist, habe ich gecheckt, dass Zulamin da unten rumläuft? Ja, die ist jetzt gerade wieder aufgetaucht. Kannst du hier unten gerade erkennen. Okay, 7 Meter kann ich nicht springen, das ist die Problematik. Doch, kannst du. Ja, einmal. Aber wenn die Statue hochkommt. Plus 7. Und das, was dir an Punkten, also das, was du an Punkten übrig bleibst, kannst du als Würfel streichen. Also das kann man überleben. Du kannst danach auch kämpfen. Ich kann dir auch einen Hilogravo geben. Ach, Hilogravo, was für ein Opfer. Willst du springen? Das hat nicht sehr Korke. Ja, natürlich will ich springen. Die anderen sind auch gesprungen. Ja, Mann. Ich möchte vorher aber meine Lie auslösen. Und wenn deine Feinde alle von der Brücke springen, springst du hinterher, oder wie? Aber wenn die Kapitän alle unten steht, im Prinzip schon. Die Liturgie, ja. Die du in deiner Waffe angesprochen hast? In meine Rüstung, aber ja. Ja, in deiner Rüstung, okay. Die willst du auslösen? Ja. Sag mal nochmal bitte, was die konnte. Mutproben? Der übers Schlachtfeld wandelt. Mutprobe plus 15 oder so? Plus 8, um mich anzugreifen, plus 8 Erschwernis für Attacke und 8 Erschwernis für Paraden gegen mich. Okay, gegen dich. Mhm. Also nur gegen mich. Alles andere können die natürlich weiter einfach tackeln. Mhm. Ich nehme an, das dauert eine Aktion, korrekt? Ja. Ich weiß nicht, komme ich in einer Aktion da schon runtergesprungen oder nicht, musst du mir sagen. Klar, also du kannst da, du musst sowieso einmal Anlauf und Aktion Position machen und dann kannst du mir meine Körperbeherrschung pro plus 7 geben. Okay. Spezialisierung Fallen habe ich. Ja, das ist ein Fall. Das hast du nicht geschafft? Doch. Also bei mir zumindest. Ja, doch. Genau, sind 3 Punkte übrig. Dann würfelst du 7W6 minus 7. Einen Moment. Und du kannst 3 Würfel rausziehen danach. Naja, ein Wurf. Er hat ja durch seine Behinderung nur einen Punkt über. Achso, aber genau. Wenn er die 4 rausnimmt, dann nimmst du ist, die aber, 4 ist aber ein raus, guter Wurf. Dann nimmst du 11 minus 4 sind 7 TP. Aber ich krieg TPA. Nur halb, weil ich bewusst falle. Ich springe. Siehst du, also du kannst halt 7 Meter runterspringen ohne Probleme. Das ist halt das, was ich euch immer sage. 7 halbiert sind 4 SP. Ich kann auch 2000 Meter ohne Probleme runterspringen. Ich habe den Zauber dafür. Ja, ich kann das auch, aber nur einmal. Ich kann das auch. Easy peasy. Ja. So, ich will halt nur nicht, was gefährlich ist. Die Elite-Däne haben eben verteidigt. Da sind noch welche rausgelaufen. Diamante ist 22, 24. Richtig. Hat irgendwie dieser Elite-Diener diese Runde greift, gar nicht agiert? Doch, der greift jetzt dich an, genau. Der möchte mich angreifen. Zweimal. Ja, dann möchte ich vorziehen. Mhm. Und wenn er nur zweimal angreift, macht er es mir leicht. Ich sage einen Fußfeger an.
Und kommen wir nicht ganz exotischen Dingen. Sage eine 8er Erschwernis für seine Gewandheitsprobe an, der ja hier sowieso nicht pariert. Mit der 16 ist das geschafft. Und er darf eine Gewandheitsprobe erschwert um 8 machen. Mhm. Zusätzlich kriegt er DP. Oh, erschwert um wie viel? Um 8? Ja, erschwert um 8. Nee, um meine Ansage. Nicht. Also die Gewandtheit von dem Diener ist hoch, aber 15 oder so. Okay, er kriegt nochmal 5 TPA, aber ich dachte, das wird nicht relevant. Nee, so Treppe. Dann verschiedenes liegend. Und er verliert nochmal. War das 1W6 oder 2W6 beim Hinfallen? Okay, also er verliert die Initiative, gut. Ja, er verliert die Initiative. Also ist mit mir nicht mehr gleich auf, aber ich denke, anders wird das nicht relevant. Dann greift ich hatte ihn eben mal übersehen. Er liegt am Boden, er wollte dich trotzdem angreifen und ich kann jetzt nicht mehr aufstehen. Greife dich also vom Boden aus an. Er hat damit die 14 gewürfelt. Plus 3 ist die Frage, ob er mehr als 17er Attacke hat. Nee, ich würde ihn auf die 16 schieben. Dann ja, dann hast du gerade so nicht geschafft. Gerade so nicht geschafft, genau. Gut, dann war das Diamantes und die Elite-Diener, die Kilowattan, die Mannwetter sind dran. Eine zweite Aktion habe ich noch. Die kann ich auch nutzen, weil ich die nötigen Sonderfertigkeiten habe, um einfach umzuwandeln. Mhm. Ich möchte in einer freien Aktion meinen Dolch ziehen. Oder meine beiden Dolche. Und noch einmal auf ihn einstechen. Das ist eine umgewandelte Aktion, also es erschwert um 4. Mir ist eben aufgefallen, wie alle anderen die Elite-Diener nicht rumbringen. Boltak schickt sie tanzen, der andere verwandelt sie in eine Kröte. Rafim greift den Typ auch nicht an. Auch vertue dich hier nicht, ich nehme die Kröte mit. Du bist wieder derjenige, der alle umbringt. Also, die haben mich als erstes Bitte? Nochmal? Nee, das ist nicht richtig. Er hat gesagt behindert, hat nicht gesagt angegriffen. Durch ihre Anwesenheit in ihrem eigenen Schloss. Ja, sie haben ihm die Luft weggeatmet. Du hast hier unten schon die ersten zwei umgebracht. Ich habe es schon genauso ausgedrückt, wie ich es meine. Das ist aber sehr Blackeratz-gefällig, oder? Willst du zustechen? Ich will zustechen, ja. Ist nicht Kampf oder so? Das sind 16. Achso, ich hätte mir das sogar mehr erschweren können, weil er auf dem Boden liegt. Ja, egal. In den Arm. 16? Ja. 16. Wo kommt denn der Schaden her? Ich habe mir eine zusätzliche Ansage von 8 reingepackt. Das ist ein Gerade, oder was ist das? Ja. Richtig. Mann, bist du also, ich habe mir eine Ansage von 4 reingepackt. Das andere kann man umwandeln. So war das. Waffe macht 1W plus 7 PKK. Mhm. Tja, muss ich beleben. Dann hat er jetzt auch noch Wunden. Ja, Leben ist vielleicht ein bisschen viel des Guten. Mann, wir sind dran. Ich würde den gerne nochmal angreifen, bevor er sich umdrehen kann. Ja, geht das? Okay, das ich bin mir ziemlich sicher, dass ich übersprungen wurde. Okay. Das ist nicht schlimm. Serpentilio. Hast du dich vorbeigedrängt? Oder haben die Diamantes? Du warst auf der 16. Sind wir... Ach, wir sind immer noch in dieser Runde. Ja. Boah, ja, sorry. Okay, warte am Text. Mann, wir da. Ich mache einen 10er Wuchtschlag, wenn, solange ich noch in seinem Rücken bin, mit einer 5er Erleichterung. Ja. Kann er nichts machen. Gut, dann Schaden. Das ist gut. Der ist eher nicht so berauschend. Das ist 18. Kann ich das nochmal machen oder kommt er dann schon zum Umdrehen? Ich muss gerade gucken, wo du bist. Du bist auf der 32, 4 weniger, ne? Dann kann ich das nochmal machen. Hey. Satrapina ist zumindest unter den Mannwettern, die mache ich gleich noch. Und auch der zweite klappt. Das sind 20. Okay, dann geht er in die Knie und ist wohl sterbend. Zustand. 3 Wunden. Gut, das heißt, der ist keine Gefahr mehr. Er ist keine Gefahr mehr, genau. So, gut, der andere, macht er der Elemit, macht er noch was? Der hier, der hat... Oder ist er schon durch? Der hatte den anderen umgebracht, das heißt, er hätte noch handeln können, der greift dann Satrapina an.
Die versucht sich mit der Peitsche zu verteidigen, was natürlich mühselig ist, weil du damit nicht parieren kannst. Das heißt, sie macht zwei Angriffe, kämpft dann mit dem Elemiten. Man kann aber entwaffnen. Stimmt. Oh, und umreißen kann man nicht parieren damit. Umreißen ist mit ihrer Peitsche sogar erleichtert. Ja, also mit Peitschen umreißen ist nicht stark. Aber halt stattdessen irgendwie mit einer 1W6+0 Waffe angreifen. Ja? Also mit Peitschen ist gut umreißen, entwaffnen und fesseln.